Hallihallo und willkommen zurück. Montagnachmittag, die nächste Folge. NF Marsch ist da und ja, wie versprochen, ich habe mich mal auf die nächste Wiese geschleppt. Düngen schnell und dann schauen wir mal weiter, ob wir vielleicht in dieser Folge es schaffen, ja, vielleicht eine der ersten Erntemissionen abzuschließen. Das wäre na klar schön. Also das Feld 78 oben die Sojabohnen, das sind wir ja bei 91%. Also das könnte sich durchaus ausgehen. Aber auch bei den Zuckerrüben sind wir bei 85 schon. Also es sieht auf jeden Fall gut aus, dass wir da einiges im, wenn nicht heute, dann spätestens morgen abschließen können. Und ansonsten gucken wir eben, dass das eine oder andere noch erledigt wird, was zu erledigen ist, wie eben hier das Düngen. Wir müssen ja noch Felder pflügen und so weiter und so fort. Also da gibt es einiges auf jeden Fall zu tun. Und ja, das machen wir einfach. Und je nachdem, wie schnell wir vorankommen, können wir dann auch in den nächsten Monat gehen. Das wird ja auch dann wieder irgendwann spruchreif werden. Aber wir machen jetzt erstmal hier einmal so ein schönes, großzügiges Vorgewende. Und wenn wir wieder unten angekommen sind, dann fahren wir einfach mit GPS die Bahn hoch und runter. Wir werden jetzt aber hier diese Wiese erstmal durchziehen und danach dann uns um die anderen Sachen kümmern. Das heißt, der würde danach im Grunde auch noch mal auffüllen und dann zur Werkstatt fahren. Dann können wir den nämlich auch winterfertig machen, weil wenn ich gucke, der ist ganz schön runtergeratzt, was die Wartung angeht. Und auch Sprit ist nicht mehr allzu viel. Also da müssen wir auf jeden Fall nachregeln. Und ansonsten schauen wir weiter. Ja, ich weiß, dass wir beim Holzfäller bräuchten wir eigentlich Sprit. Ah, ich weiß nicht. Aber gut, wir müssen es machen, weil sonst steht das Sägewerk still. Und das wäre ja fatal, weil das doch eine sehr gute Geldeinnahmequelle ist. Und wir wollten, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir wollten nicht, wir brauchen noch ein oder zwei Holzfäller. Da müssen wir uns auch noch irgendwie irgendwann drum kümmern. Oder wir brauchen einen weiteren Wald. Aber das ist auch nicht gerade billig. Und bis unsere Bäume nachgewachsen sind, wird es ja auch Ewigkeiten dauern. Ach, guck mal, das passt hier fast gut. Und den schmalen Streifen, den lassen wir, glaube ich, sein. Also bis die Bäume nachgewachsen sind, brauchen wir nicht zu warten. Da müssen wir uns vorher drum kümmern. Also heißt das, das nächste Geld, was reinkommt von den Missionen, werden wir wohl erstmal in zumindest einen Holzfäller investieren müssen. Was anderes bringt es dann einfach nicht. Ja, ich weiß, dass du aufgetankt werden musst. Da ist auch einer unterwegs. Das kann sogar sein, dass der schon da ist. Werden wir uns, wie gesagt, alles um alles gleich kümmern. Aber wir machen nach wie vor eins nach dem anderen. Also wir lassen uns nicht hetzen hier. Es geht ganz gemütlich. Heute mal eine Arbeit nach der anderen. Und das sind ja eh jetzt hier, wenn ich mir angucke, zwei Bahnen, vielleicht drei Bahnen, dann ist die Sache hier auch erledigt. Gott, fahr weiter. So, Feld 66, 80% angeliefert. Ja. Das sieht gut aus.
So, machen wir das hier. Zack, einmal aus. Nächste Bahn. Oh, das reicht sogar von der Breite her. Perfekt. Und es wird oben vielleicht ein bisschen breiter. Da müssen wir mal gucken, ob das ausreicht. Aber es müsste eigentlich. Und dann, ja, wären wir hier durch. Dann, wie gesagt, lassen wir den nochmal auffüllen und dann darf der parken. Winterfest. Glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass wir den aktuell noch irgendwo brauchen, den Düngestreuer. Weil Düngemission hat es ja keine mehr gegeben. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir hätten noch Ballenpressen, Ernten und Grubbern. Also auf gut Deutsch, nee, es gibt nichts zu tun. So, jetzt bin ich mal überlegen. Ja, komm, wir fahren hier einmal quer drüber. Einmal so. Zack. Und dann nochmal, dann sollte das hier auch einigermaßen weg sein. So, gut. Werkstatt ist eingestellt. Los geht's. So, dann schauen wir mal. Hier ist ein Abfahrer unterwegs. Ja, du darfst später irgendwann loslegen. Wir sollten aber mal ein bisschen aus dem Weg fahren. So, ja, der ist am Wenden. Das dauert noch ein bisschen. Hier wird weggefahren. Drescher, ja, das sieht sehr gut aus. Oh, der ist jetzt wirklich leer. Aber der. Halt. Dich da brauchen wir. Der hat wirklich angehalten, der Ernter, weil er wohl wirklich komplett trocken gefahren ist. Aber guck mal, wir haben 5000 Liter dabei. Das sollte doch hoffentlich reichen. Können wir auch gleich noch mal ein schönes Bildchen machen. Notbetankung mal wieder direkt auf dem Feld. Man kennt es ja nicht anders. Und danach könnten wir ihn eigentlich schon mal Diesel kaufen lassen für die beiden Holzfäller. Irgendwie. Also jetzt. Ja, guck mal, er wird aufgetankt. Achso, ein Bild. Ein Bild wollte ich machen. So, drucken und wir machen das wieder. So. Gut, der ist voll. Dann fahren wir den ein Stückchen zurück. Und lassen. Hallo. Lassen den weitermachen. Und der hier fährt beladen an der Tankstelle. War das Süd, glaube ich, und fährt zum Kiesberg mit Diesel. Diesel. Wir werden zwar nicht voll bekommen, aber das ist erstmal egal. So, der ist unterwegs, der ist unterwegs. So, die nächsten Zuckerrüben, mal gucken. Da wird wieder ein bisschen aufgeholt auf die andere Erntemission. Aber nicht wirklich viel. Aber wie gesagt, hier könnten wir durchaus fertig werden heute. Ja, der braucht halt noch. So, was sonst ist alles irgendwie irgendwo unterwegs. Das heißt, wir können den mal nach Hause fahren. Ich habe allerdings keine Ahnung. Jetzt weiß ich wieder. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung. Oh, da ist eine Leitplanke, wo ich hier bin. Aber ist just in dem Moment. Okay. Ein bisschen leicht auf der Hinterachse, habe ich das Gefühl.
So. Oh. Der geht aber auch ab hier. Na gut, ja, wir werden ihn trotzdem einmal kurz an den Werkstatttrigger fahren, einmal reparieren, die drei Tropfen Diesel einmal einfüllen. Und dann kann der auch erstmal geparkt werden. So, die Klappe hinten zu, die Spanngurte machen wir weg. Komm, den stellen wir direkt hier. Zack, da steht er gut. So, hier wird einmal Dünger gekauft. Gekauft, geholt. So, das läuft. Ja, der wird verfolgt. Wir sind bei 95%. Das muss doch fertig werden. Ja, wir haben jetzt nichts mehr zu tun. Gut, dann lass uns mal durch die Produktionen gucken. Dann können wir uns wenigstens da schon mal Gedanken machen, was wir noch tun müssen. Ja, hier bräuchten wir auf jeden Fall noch ein paar Zuckerrübenschnitzel. Bei der Düngerproduktion Mist und Gülle fehlen. Das können wir auf jeden Fall machen. Silage aus Gras und aus Luzerne läuft. Da ist auch schon einiges da. Mischration haben wir ausgemacht, genau, weil kein Mineralfutter da war. Das Mineralfutter müssten wir kaufen. Hier der Holzfäller. Der erste hat schon keinen Diesel mehr. Und der ist auch fast leer. Kompost aus Stroh läuft. Aus Mist läuft. Da ist Diesel drin. Da ist genug Wartung da. Das sieht gut aus. Das Labor macht Siliermittel. Ist auch genügend Zeug da. Hier haben wir Steine voll. Wir haben Rübenschnitzel, die wir verteilen können. Perfekt. Holz, 84.000 ist nicht mehr sehr viel. Hier, ja, können wir vielleicht irgendwann mal ein bisschen. Ach, da brauchen wir auch Diesel demnächst. Oh Gott. Ja, wir müssen uns vielleicht wirklich überlegen, ob wir uns nicht die Raffinerie irgendwann demnächst holen. Die Raffinerie. Warte, ich will mal kurz hier rüber. Was steht hier? Hier steht nur eine Palette, da steht auch nur eine. Es ist halt einfach zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Wie schaut das hier aus? Ja, da ist schon wieder schön voll. Das ist schon besser. Dann wollen wir mal kurz bei der Zuckerfabrik nachschauen. Da steht nichts. Oh, hier steht schon wieder eine Palette Siliermittel. Dann können wir mal gucken. Ups. Achso, ich vergesse das immer, dass ich hier die Superkraft einschalten muss erstmal. Dann machen wir hier mal die Palette noch weg. Weil dann könnten wir rein theoretisch nochmal Leerpaletten verteilen. Wie sieht es hier bei der Zuckerfabrik aus? Leerpalette. Ja gut, ist fast voll. Tja. Ja, du bist hier, aber wie gesagt, du wirst oder du hast nicht genügend Geld, um voll zu machen. Das heißt, wir können bei dir erst weitermachen, wirklich, wenn du oder wenn wir die erste Mission abgeschlossen haben. Aber wir sind bei 96%. Also gut, der ist hier. Der andere Abfahrer ist auch hier.
Also, ja, ist schlecht. Ist schlecht. Ich hatte, wie gesagt, gehofft, dass es reicht, dass wir das vielleicht wirklich heute abschließen können. Aber wir wollen ja eh noch das komplette Ding hier ja auch fertig ernten, damit wir den Überschuss ja auch für uns behalten können. Beziehungsweise das Geld, was der Überschuss bringt, das brauchen wir ja. Da hatte ich einfach gehofft, dass wir da eben schon was rumbekommen, aber ist halt nicht so. Und der Kollege hier braucht, na gut, steht keine Zeitangabe da, wie lange er braucht, bis er zum Abgabepunkt ist. Vielleicht würde das ja schon reichen zum Beenden der Mission. Aber nur vielleicht, aber nur vielleicht. Und der Bahnhof ist halt doch eine ganze Ecke weit weg. Was wir na klar mal noch machen könnten, wäre, dass wir einfach mal. Komm, das bisschen Zeit haben wir. Wir gehen mal in der Stadt so ein bisschen auf Suche nach den Collectibles. Also nach diesen versteckten Münzen und Schuhen und so. Jetzt gucken wir mal einfach hier beim Baumarkt, ob hier irgendwo was ist. Wie gesagt, ich weiß ja, dass es da ein Video zu gibt, wo die ganzen Sachen versteckt sind, aber ich will es wirklich selbst rausfinden. Gut, aber ich gehe mal davon aus, dass es eher bei den normalen Häusern der Fall sein dürfte. Ja, das heißt, wir gucken mal hier so grob. Ich glaube, hier ist es auch eher nicht. Was ist das? Oh, nee, das sah nur so aus. Mal gucken, vielleicht finden wir ja ein so ein Teil noch. Weil das bringt ja auch ein bisschen Geld. Weil, guck mal, wir sind jetzt pleite, was den Kraftstoff angeht, beziehungsweise den Einkauf. Das ist na klar nicht so gut. So, wir müssen einfach mal immer so um die Häuser rumschleichen. Oh, oh nee, das ist nur aufgemalt. Moin, moin. Ja, schöne Dinge. Hier ist auch irgendwie nichts zu finden. Wie gesagt, die Sachen sind gut versteckt, das weiß ich. Ich dachte mir jetzt mal so schnell mal eins finden. Tja, das war nicht der Fall. Willkommen bei. Niemandem? Okay, hier wohnt noch keiner. Oh. Ist das sowas? Aufsammeln. Sammelstücke auf der Map ist auf jedem Grundstück eine Palette versteckt. Pro Palette gibt es 1500 Finderlohn. Wenn du alle Paletten gefunden hast, gibt es 100.000 extra. Du hast eine Palette gefunden. Okay. Gut, ich habe eine Palette gefunden. Wir hatten ja auch schon mal Schuhe gefunden und einmal irgendwie so eine Münze. Aber guck mal, wir haben immerhin ein bisschen Geld, aber ja gut, das ist gleich wieder weggegangen für Dieselkauf. Ja gut, ich würde sagen, wir machen dann jetzt doch hier und jetzt erst einmal Feierabend. Ja, missionstechnisch hat es nicht gereicht, um was fertig zu bekommen. Das sehen wir dann vermutlich morgen. Das ist auch nur Dreck. Ja, das sehen wir morgen, wie es dann weitergeht. Ich würde sagen, schaut einfach rein. Ich hoffe, dass dann der dicke Geldsegen kommt. Und dann sage ich bis dahin. Tschüss, ciao. Macht's gut.